Ja, okay, dann machen wir ja privat, oh mein Gott. Aber schnelles Spiel, ja. Ja, schnelles Spiel. Vier Plättchen. Wenn du nur eins reinsteckst, brauchst du nur die zwei. Immer erstmal die Figur wählen, die man selber haben will, und dann die Leute einladen. Ah, du kannst doch ein Auto haben, man, ich nehme ein Schiff. Ich nehme die MS Titanic. Wieso kann ich ja nur einen einladen? Verschiedene Menüs. So. Kannst du durchgucken. Okay? Mein Fuß so angeschwollen, ey. Oh nee, der Schnee heute war nicht cool. Heute Morgen aus meiner Einfahrt rauszukommen. Das war eine Therapiesitzung. Erstmal mein Auto. Du bist jedes Mal, wenn ich heute ein Auto schieben, mit Golf zu schieben, ich bin jedes Mal ausgerutscht auf die Feste geflogen, ey. Nee, heute Morgen das Auto aus meiner Einfahrt rauszukriegen, ne? Erst den ganzen Schnee vom Auto schieben. Meine Füße waren komplett nass und kalt und alles. Und das Geile ist, der Schneeräumer war schon da. Und hat. Also mein Auto, ich hab dir ein Bild geschickt, mein Auto steht ja eigentlich direkt so neben der Straße. Ja, und der Schneeräuber war schon da und hat die Straße freigeschoben. Und ja, natürlich, einen schönen Berg links und rechts, ja, und rechts, ja, stand mein Auto. Ja. Du solltest aufpassen, wo du hinläufst. Das war, boah. Da hatte ich einmal kurz komplett durchdrehende Räder gehabt. Mann, Donut ziehen, Alter. Spielen wir. Miep, miep. Pasch! Nehme ich mit. Wie Pasch? Gibt's nix. Darf nochmal. Nee, darfst du nicht. Oh nö. Das finde ich jetzt schon gut. Nico, wirf mal eine 4 oder eine 5. Nee. Das ist nicht dein Ernst. 10, 8, 6, ja super, ey. Ich weiß jetzt schon, wer heute wieder Würfelglück hat, ey. Ich nicht. Ha! Safe, ich meine Glückssträhne ist noch lange nicht auf. Eine scheiß Glückssträhne. Ich glaube, siehst du diesen riesen Wolkenkratzer da, der wird mir gehören. Und du wirst 10.000 Meter bezahlen müssen. Nicht, wenn ich als erstes da bin. Hey, was hast du gerade umgeworfen, Alter? Was soll das denn? Natürlich krieg ich jetzt keine Straße. Zahl mal Geld. Scheiße. Okay. Komm, 4. Schade. Hättest du mir gegönnt, ne? Jawohl, meine Bahnhöfe sind zurück. Boah, nee. Jawohl. Boah, die haben mich das letzte Mal gebrochen, ey. Lila, pink, 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 lila. Pink. Nico, was gibt's da zu überlegen? Achso, huch, sorry. War grad im Wohnzimmer, nicht im Schlafzimmer. Ja. Wieso kann ich die Tür hier nicht zumachen? Muss eventuell die Türklinke benutzen. Nee, das meine ich nicht. Oh. Wieso? Das ist jetzt schon eine Frechheit! Und damit beginnt die heutige Therapiesitzung. Geben und nehmen, Lukas. Vergiss die Worte nicht. Ja, ich frag mal, ich guck mal, wann mein Nehmen. Die gute Seele wird immer belohnt. Aha. Die gute Seele wird immer belohnt. Ich merke jetzt schon, dass ich noch keine Karte hab. Das wird auch so bleiben. Weißt du warum? Weil du gegen Ende die gute Seele wird immer belohnt. Merkt ihr das? Geben und nehmen.
Ja, zieh dir eine braune ein. Gar kein Problem. Das ist orange, nicht braun. Deine Mutter ist braun. Vielleicht krieg ich... Vielleicht krieg ich ja jetzt mal wenigstens irgendwas. Jetzt landest du genau auf meiner Straße. Eine 6 oder so. Frei parken. Was will ich mit dem Bahnhof, Alter? Kannst du mir geben. Der Zug fährt gleich ab. Das nennt man geben und nehmen. Du gibst mir deinen Bahnhof und ich nehme mir den Bahnhof. Oh, frei parken. Ja, Nico, noch lachst du, wo ich die erste Runde mit Lukas jemals links hier gespielt hab. Monopoly. Hab ich in der Therapiesitzung gemacht. Lukas hat fast geweint, als wir aufgehört haben. Weil er echt gefreut, dass die Runde echt zu Ende war. Ich hab mich echt gefreut, dass die Runde zu Ende war. Ich weiß gar nicht warum. Er hat mir das Spiel vorgeschlagen und er hat wegen mir geweint. Nein, das war nicht der Fehler. Ja, danach hab ich mir gedacht, ich warum. Auktion? Warum das denn? Ja, die Roten nämlich, die Roten sind immer meine. Immer meine. Immer meine. Ey! Immer meine. Warum bist du so Arschloch? Du sollst sogar geben und nehmen. Ich hab noch gar nichts gegeben. Ich will die Roten. Du weißt ganz genau, das machen wir immer so. Immer sagen wir, ich krieg die Roten, du kriegst die Orangen. Wo haben wir. Hä? Das haben wir nie gesagt. Willst du mich verarschen? Besser so. Mission beendet, Investor. Stufenaufstieg durch Stufe 15. Wey. Ich krieg schon wieder keine Straße. Erfolgreiche Menschen schmieden ihr eigenes Glück. Ist doch Geld, das freut dich doch. Warum bist du jetzt schon wieder so? Die Therapiesitzung ist dafür da, damit du dich freust. Nicht leidest. Ja, Alter, flieg doch noch weiter weg, Flöffel, Flöffel. Ja, toll, Flöffel. Das ist auf dem Grün. Ah, das meinst du. Opa, ist da! Ah, gut, jetzt werde ich. Was? Warum hab ich den jetzt nicht gekauft? Wenn ich's genug tue. Tja. Tja. Wie hoch wärst du gegangen? Wie hoch so dreiviertelmäßig. Ja, wie hoch wärst du mit dem Opernplatz gegangen? Wie hoch hättest du geboten? Die konnten nicht genug Geld. Scheinbar doch. Julian. Was denn? Wie hoch hättest du denn bei dem Opernplatz jetzt noch geboten? Ach so. Ja, weiß ich nicht. Ich hatte überlegt, ob ich eventuell einmal zwischendurch 100 mache, so, und dann, ohne dass du es merkst. Aber das hätte ich gemerkt. Ja, hab ich mir auch gedacht. So doof bist du nicht. Wir sind ja heute bei der Therapiesitzung. Hier ist so, roter Würfel. Das einzige Gute ist jetzt, dass ich zum ersten jetzt den roten Würfel hab. Komm, ich brauch ein paar hohe Zahlen. Jo. Ja, genau! Therapiesitzung, geben und nehmen. Die gute Seele wird immer bezahlt. Zahl also, ich hab gesagt, ich werde bezahlt, nicht ich zahle. Dein eigenes Karma. Da wird immer der Therapeut bisschen fuchsig, ey. Gib dir gleich Karma. Therapiesitzung hat noch lange nicht begonnen, Junge. Warte, ob sie richtig begonnen hat. Da ist es, Junge. Also, jetzt hier halt deine Klappe, oder? Jetzt. Nee. Jetzt zahl mir mal Geld, Arschloch. Jo. Zieh 200 ein! Und jetzt nochmal schöne Was ist das denn für Bankirrtum? Ja, tschüss. Gegen Anfang ist das uncool, aber egal. Das wäre aber eine 2 gewesen, ne? Das hätte dich auf die Steuerdinger gebracht. Wenn du eine 3 bekommst, erhältst du eine zweite grün. Was? Ach so, ja. Wenn Nico eine 3 bekommt. Der, was zieht der eigentlich? Was würfelt der eigentlich? Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr mit Nico zu spielen. Was soll das denn jetzt? Der zieht den, der hat von jeder Farbe hat eine Karte. Eine Straße, nee, ja. Rot, auf Rot habe ich verzichtet. Ja, und dann Gelb bist du auch vorbeigehüpft. So, was ist. Komm, geh mich in Gefängnis versuchen. Ne, 2 ist scheiße, 5 ist okay, 7 ist auch doof. 2 ist gut. Sie haben ein freies Feld erreicht. Möchten Sie es kaufen? Ein Pasch. Schade.
Natürlich trägt deine Braun. Ich bin gleich so tot. Sie sind dran. Hä? Bist du nicht raus? Achso, ich dachte, du bist raus. Nein, ich hab nicht gekauft. Nein, ich hab Pasch gemacht. Pokert. Ich liebe es, Geld zu verdienen. Komm, gib mir. Give me, give me. Ach, kein Monopoly. 10, 13. Das darf halt nicht wahr sein. Ich hüpfe halt auch an geben allem vorbei. Ja, ich bin mal gespannt, wann ich nehme. Bin ich mal gespannt. Sie sind dran. Ich merke, wir haben alle eine lila, eine pinke, was auch immer das ist, ne? Die Bank sucht nach einem Investor. Boah! Miku ist immer mal näher daran. Ah, der geht jetzt das blaue Set. Das wäre scheiße. Kannst du handeln. Macht aber macht nicht. Macht jetzt noch keinen Sinn. Wieso? Du ich hast halt wieder kein Monopoly, Mann. Ui, 2 ist nicht schlecht. Die 5 ist auch gut. 2 und 5 ist das gleiche, aber okay. Möchten Sie dieses Grundstück kaufen? Pasch für Ehre. Kriegt er halt wieder die Braun. Das ist halt. Oh ne. Passieren schlimme Dinge. Schlaue Investoren geben niemals auf. Bedanke mich schon mal für deine erste Miete. Kein Problem. Geben und nehmen. Ich hoffe, Lukas ist dieses Mal heute. Oh je. Wow, chillig. Da ist mein Klient im Gefängnis gelandet, Hammer. Da bin ich als Therapeut nicht sehr erfreut, das zu sehen und zu hören. Dein Therapeut war dabei, jemanden umzubringen. Ich habe keinen umgebracht, ich hypnotisiere nur Leute. Lukas merkt dir geben und nehmen. Drück mal 2 Felder. Das ist die 4. 4 ist, glaube ich, eine Karte. 2 ist auch gut. Hallo, der klaut mir meinen Bahnhof. Was soll das denn? Ja, ich hab keine Straßen kriegen. Boah, ich muss echt kacken, ne? Ich bin ehrlich. Jawohl, da bin ich zu Hause im Bahnhof. Ah, ne, ich hab ja Dings. Ah, stimmt. Was ist 5? Ich weiß nicht mehr, was 5 ist. Ist das ein Gebäude oder was? 5 ist Museum. Museum. Immer so. Sie können dieses Grundstück kaufen. Was möchten Sie tun? Das finde ich halt echt scheiße, ne? Du hast dieses Gefängnisgitter davor stehen und du kannst halt nicht mal gescheit würfeln. Sie sind am Zug. Ich hab nicht einmal den Monopoly, Mann. Können wir den jetzt mal? Ja, danke. Boah, das ist mal hoch. Nee, wer will das denn? Du. Gut gemacht. Der beste Investor gewinnen. Ah. Nehmen wir jetzt die ganze Zeit auf 1. Ich würde so günstig wie möglich haben. Könnt ihr das so lange machen, kann ich kacken gehen, ne? Oh, danke. Einen Sieger. Bitte schön. Nehme ich mit. Für lau. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt.
beginnt jetzt. Kurz die Hoffnung gehabt, dass es 3-1 sind. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Ja, manchmal muss man den Preis bezahlen, manchmal auch nicht. Schubkarre. Jetzt das letzte auch weg. Super. Ist ein lukratives Geschäft. Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie das gemacht? Los, würfeln Sie. Sechs ist Bahnhof, acht ist Parkstraße. Zwei ist auch scheiße, ist alles scheiße. Sechs ist doch von dir. Ja. Aber gewinne ich halt nichts. Ist doch gut. Aber wieso ist das scheiße? Weil ich gern was kaufen würde. Ja, bau doch Häuser. Wo soll ich denn bauen? Ja, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Das ist einfach bauen. Alter. Ja. Wir eröffnen die heutige Therapiesitzung. Ich glaube, ab jetzt wird's ganz bitter für mich. Ich hab hier gar nichts. Aber was hab ich denn davon? Du hast davon gar nichts. 200. Nein, ich hab nichts davon. Du kommst in deinen nächsten Zug, dann kommst auf den nächsten Zug, kommst du dann auf die vier Häuser drauf. Ja, willst du ein Haus, aber keine. Nicht mit mir. Das machen wir so. So. Oh, Junge! So. So. Jetzt 200. Ja, schön wär's, ne? Kann ein bisschen brauchen. Hey Nico, wenn du das nicht annimmst, dann bist du dumm. Bestes Angebot. Bestes Angebot kriegst du nicht. Bestes Angebot wirst du nicht kriegen. Merk dir, geben und nehmen. Und ich geb dir ein. Perfekt. Nico, wenn du dich jetzt verdrückst, ne, wenn du dich jetzt verklickst. Wartet. Jetzt Lukas, das kann kurz dauern. Du kannst. Oh, du geil, Streusel. Kann ich so lang kacken gehen? Du bist ja im Handel mit drin. Aber eigentlich ist das ein fairer Deal. Du nimmst meine 1941, ich nehme deine 1351 und alle deine Straßen. Tja, mehr kriegst du nicht. Du warst so lange weg, dein Zug wird in... Was? Oh komm, ist gut, jetzt wollen die Runde weitermachen. Ich werde das doch annehmen, ey. Nein. Alter, wann handelt ihr denn da aus? Boah, ich hab einen guten Deal. Ist der genauso gut wie der da gerade läuft? Ja. Handel ist der Motor der Geschäftswelt. Ich hab einen guten Deal. Ich mach den guten Deal. Unfassbar. Wie lautet Ihr Angebot?
Das ist ein guter Deal. Pass auf, guck erstmal, ob es nicht Falschgeld ist. Ja, genau, das war Falschgeld, Kollege! Und du bist immer noch nicht dran, Lukas. Ich hätte in der Zeit scheiße gehen können. Erstmal eine Karte kaufen. Hey, mein Roten. Oi! Was soll denn das? Muss mich halt langsam mal irgendwo einkaufen. Da habe ich die 100 die zugeluxe. Scheiße, habe ich keine rote. Scheiße. Das ist nicht schlimm. Lukas, hast 400 du dich jetzt echt so abziehen lassen? Doch. Jetzt habe ich eine Handlungsgrundlage. Du hast gerade knapp 500 Mark geben und nehmen. Die gute Seele wird immer aus. Guck mal, dann hat der zwei braune, zwei rote. Orange, ne? Keine braune. Ja, orange. Braune ist was anderes. Du Schwarzpulver, ey. Ja, wer ist denn dran? Drück mal weiter, du. Nico. Kommt jetzt eh mal los. Du bist dran. Nach einer Stunde. 7, 8, 9. Och nö. Oh ja. Lukas hat Schulden gemacht. Weil er das Haus teuer gekauft hat. Genau, bau mal was. Vor allem das Haus. Bau mal was. Kann nichts bauen. Ja, dann mach weg! Ich gucke, ich will ja gucken, ob ich was handeln kann. Oh, ich gucke, ja, ich mach gleich noch einen Deal mit Nico, wenn du so weitermachst, Alter. Weißt du, ihr macht da 3 Minuten nur Blödsinn, aber wenn ich einmal aufs Spielfeld gucke, dann mach weg! Ja, hä, das ist doch ein Pasch, ist doch 12. Nee, du. Das finde ich mal angenehm. Arsch, ey. So gefällt ihm das. Pass auf, ich glaube, der ist schwul. Dieses Grundstück wartet auf einen Käufer. Werden Sie das sein? Das heißt, er hat Angst vor Leuten, die Klaus heißen. Klaus, Klaus, Klaus. Hey Nico, du brauchst doch die gelbe. Ah ne, Lukas braucht die gelbe. Ah. Scheiße. Schade. Jetzt habe ich eine Handlungsgrundlage. Ja, das kann man tauschen, wenn du willst. Du weißt aber gar nicht, was ich will von dir. Die rote wird's bestimmt haben. Da gibt's auch eine lila, ne? Da gibt's auch Bahnhöfe, da gibt's auch eine blaue, da gibt's auch eine gelbe. Vielleicht will ich ja alle gegen meine gelbe. Du kannst das vergessen. Das war wichtig. Scheiße. Das war's dann mit meinen roten. Ich hab keine Handlungsgrundlage mehr. Ich werd ablehnen, ist mir egal. Egal was du mir gibst. Das ist noch viel zu wenig. Also ich wäre dabei, wenn wir noch so machen. Und dann. Warte mal. Zack, zack. Ich meine, ich will mal hier gucken. Okay. Das Ding ist, ich würde schon gerne die zweiten Bahnhof auch noch nehmen, aber das ist schon viel. Warte mal. Ach, scheiße. Ah, ich wollte gucken. Scheiße. Mach nochmal einen Schlag. So, Fettfinger. Ja, dann mach Schlag du mit Hand. Oh, ist okay. Oh, das war, ich wollte doch den annehmen, Mann. Ja, du kannst ja jetzt einen machen. Ist ja okay. Nee, ich muss immer würfeln. Ja, kannst ja machen.
Ja, nee, kann ich nicht, ich muss würfeln. Ja, würfeln, dann kannst du ja handeln. Nö, ich würfel nicht. Ja, guck mal, was soll das? Super. Also, Mr. Auto. Vroom vroom. Vroom vroom. Was war das so? Und dann so haben wir auch irgendwann ausgemacht, ne? Und dann vielleicht lasse ich noch überwachsen. Vielleicht. Ich weiß halt nicht. Ich kann dich leider nicht einschätzen. Vielleicht so oder vielleicht. Nee. Warte mal, stopp. Mathematik 6. Ich muss noch mal. Warte mal, wenn wir so machen, dann haben wir doch ein Geschäft. Jawohl. Was möchten Sie handeln? Sie sind dran. Hey, das war ein guter Wurf. 13. Ach, 10. Was auch immer passiert, geben Sie nicht auf. Ja, toll. Erst ins Gefängnis gehen und dann die Gefängnisfreikarte bekommen. Mhm. Genau mein Humor. Ja, aber die große Fläche später. Ja, okay, später bringt die auch nichts mehr. Aber. Oh nö. Grundstück kaufen. Was möchten Sie tun? Aus Prinzip könnte ich sie mir kaufen. Aus Prinzip. Ja, dann kaufst du dir. Mach ich auch. Ich hätte dir einen Deal vorgeschlagen. Wie lautet Ihr Angebot? Nimm am besten noch alle meine drei roten. Was denn? Nimm noch alle meine drei roten, ich geb dir die. Oh! Ich muss so scheißen, Mann, ey. Oh mal, du kriegst den doppelten Wert. Ich muss kacken. Überlegen, wie ich die andere Pinke dann von dem krieg. Tja, Nico könnte meine Pinke bekommen, aber. Deswegen bin ich am überlegen. Wie wär's denn, wenn wir das anders... Warte mal. Weil du kommst auf jeden Fall eher an die Pinken dran als ich. falscher Knopf. Ich muss kacka. Was ist das denn? Hä? Blondinen Move, ey. Warum zahlst du so viel drauf? Wo Nachfrage besteht, ich muss sagen, das war. Das ist geschmeidig. Das, Warum hast du so viel drauf gezahlt, ey? Wenn ich das Gefühl hatte, sonst würde das nicht annehmen. Ja gut, aber. Wie lautet Ihr Angebot? So, was ich willst du denn? Die orangene oder gelbe ich oder den Bahnhof? Kacken. Bahnhof, na, ich würde alle drei Sachen, ja, sag ich ehrlich. Was bietest du dafür? Also, ich sag okay, ja nur, auf, ich würde alle auf. Drei nehmen. Pass auf. Ich geb dir die hier. Nee. Die er gar nicht gebrauchen kann, gib ihm die grüne.
Nee, ich will. Ja, ich will den Ball auch aufholen, aber wie hier, die waren her. Nee. Das finde ich jetzt gut. Gib mir doch nicht einen Müll, Alter, Mann! Ich will nichts sagen, ne? Ich will nichts sagen, aber ich fühle mich gerade wie. Ich werde mal damals in meiner Gesamtschulzeit. Therapie-Sitzung. Warte, hat mir mal Wichteln gemacht, ne? Und ein Typ hat mir original, der mich gezogen hat als Wichtel, hat mir einfach original sein McDonalds-Scheißmüll gegeben als Geschenk. Dieses McDonalds-Spielzeug hat er mir gegeben. Und genauso fühle ich mich gerade. Guck mal, du kriegst jetzt die gelbe. Ich zu bauen, dann. Doch, der hat die gelbe zu bauen. Hallo, ich will aber. Ja, okay, die gelbe brauche ich auch, aber ich will die orange behalten. Und er will meine pinke, Alter. Komm, ich geb dir. Was will ich mit der blauen? Die gibt gut Geld, aber was soll ich mit der blauen? Nico gibt gerade alles auf für die braunen. Für die orangenen. Aber trotzdem, was bringt mir denn die blaue? Ja, du hast fast die gibt gut Geld, aber Wert. Du bekommst fast ja, den reibbaren Wert. Aber hab ich eine blaue? Hat Dings eine blaue? Aber du hast einen kompletten. Naja, die blaue ist ja noch frei zum Kauf. Ja, noch frei. Am Ende kriegt die Nico oder du. Wette ich was drauf. Das steht ja noch nicht fest. Muss halt gut würfeln. Ich kann halt nicht ablehnen, meine ich. Aber was will ich denn mit der Dings? Die bringt mir halt noch nichts. Guck mal, 4 Straßen, davon hast du. Ja, aber das Problem Monopole. Ist, wenn ich dir jetzt die Orange gebe, kannst Monopole. Du schon ein Hotel bauen mit 1000. Zwei Monopole, wir sind glücklich. Willst du mich verarschen? Das bringt mir aber jetzt noch nichts. Was garantiert mir denn, dass ich die letzte blaue noch kriege? Und was garantiert mir, dass ich. Okay, gelbe habe ich ja dann, okay, gut, aber. Du hast gelb. Ich kann es halt nicht mal, ablehnen, aber das Ding ist. Mit dem Bahnhof, es muss nur ein. Von uns beiden. Es ich mach schon mal einen Lukas Punkt dahinter. Ich komm sowieso auf die Bahnhöfe. Ich wollte gerade sagen, sagen, irgendeiner, in Klammer Lukas, wird sowieso auf die Bahnhöfe kommen. Das Ding ist, in dir kannst du nicht ablehnen, von da nehme ich an. Aber das Ding ist, ich sag jetzt schon, die blaue wird mir nichts bringen, weil ich die blaue nicht bekommen werde, sage ich jetzt schon. Die kriegt irgendeiner von euch beiden, da wette ich was drauf. Aber du hast recht, der war trotzdem sehr, sehr, sehr fair. In irgendeiner gewissen Art. Boah, es gehört Nico die ganze Straße. Also da. Sie sind am Zug. Ich merke gerade, alles ist scheiße. 2, 4 und 6 ist halt alles Kacke. Ich würde auf jeden Fall die 6. Also die 2 ist schon mal komplett ausgeschlossen mit den 4 Bahnhöfen. Nee, nimm die 2 ruhig, die ist am besten. Nehmen wir die 4. Ja, komm, scheiß. Du hast die 2 genommen. Weil die mir zu teuer wäre. Du kannst dich bauen. Ich kann und ich werde. Ich hoffe, dass Nico dir auf den Straßen die Hosen auszieht und auf mir. Was soll denn das jetzt? Auf der legst du dich dann hin. Digga, was ist denn jetzt los? Ja, mal echt, was macht Lukas? Das ist jetzt dein Problem. Letztens hat er mit einem anderen Typen so hart reingetriedert, die haben mir einfach alle Häuser weggekauft. Ich konnte kein einziges aufbauen. Ich hatte 3-4 Straßen, aber der andere. Ich konnte kein Haus bauen. Ja, okay. Dass ich dir dann ja, okay. Die letzten. Ja, siehst du was? Bist du eigentlich am Meckern da und 30 Halt Züge die Schnauze! Und 5 vergiss Sekunden trotzdem nicht, später. Dass du kein Haus gedings hast. Was soll ja, das, so Alter? Nah, so nachtragend. Ich höre nur Mimimi. Ich höre Mimimi gerade. So. Guck, der ist an 2 Häuser auf der Schlossallee. Wenn ich da jetzt drauf komme, kann ich immer Grott machen. Scheiße, schade. Ja, dann kommt mal auf die blauen Häuser, würde ich mal behaupten. Ja, da stehe ich ja perfekt. Nico, mach mal fort, mach mal den Vorgang. Ja, du kannst doch trotzdem drauf landen, was heißt das Vorgang? Gibt's überhaupt noch eine Haupt- und Nachdings hier Teil, Speise. Gibt's überhaupt noch eine Straße zu kaufen? Es gibt die. Ja, doch, klar. Ja, die grüne da. Ja, genau, grüne, ja. Muss halt sehen, welche Farbe. 2 grüne. Ja, die braunen gibt's ja auch eine noch. Eine grüne habe ich. Genau, braun meinte ich, genau, braun, die gibt's noch nicht, gut, noch nicht verkauft. Grün, einen hab ich. Was gibt's da zu überlegen, Mann? Spring um ein Feld. Ich hab da keine Häuser. Ich hätte jetzt gedacht, nimm dich jetzt die grüne. Ich hab dir gesagt, nimm ein Feld, du hättest weniger bezahlt. Mir ging's jetzt darum, ob ich mir ein grünes kaufe oder. Okay, oder ob ich jetzt aufs
Feld gehe und mich überraschen lasse. Also du hättest bei meinem gelben Dings hier zu weniger gezahlt als 50. Waren glaube ich 44. Oh ne, das ist viel. 10. Nein, das ist die Parkstraße! Hallo, wie geht's Ihnen? Geht's Ihnen gut? Nein. Guck, und vorhin hat er doch gegen mich geschossen. Jetzt schieße ich mal. Ich schieße lautlos zurück. Damit erkaufen Sie sich. Vergiss nicht, 500. Mister, ich hoffe, du landest bei Nico den Fehler. Genau. Gib mal, ich würde dir empfehlen, gib die roten noch weg. Die Häuser müssen weg, die sind eh nicht schön. Fassade und so alles ist uralt, kannst du wegmachen. Mach die roten Häuser weg, hau die weg, hau die weg. Die roten müssen weg, glaub mir doch. Ey, glaub mir nicht, Nico, sag mal was dazu. Auf dich höre ich einfach nicht, das ist der Punkt. Nico, sag ihm doch mal, die roten müssen weg. Alle Häuser, alles weg. Alles weg, alles weg. So, wo soll ich jetzt nochmal drauf landen? Mein schönen Opernplatz kannst du drauf landen. Okay. Ja, da kannst du jetzt erstmal bezahlen. Und, nee, gibt's auch noch kaufen. Wo soll ich drauf landen, hast du gesagt? Beim springt ja auch direkt an meinen Opernplatz vorbei wieder, ey. Kannst du halt auch keinen erzählen. Ein Geben und Nehmen, das merkt ihr das? Ja, ich frag mich, wann mein Geben kommt. Die gute Seele wird immer ausgezahlt. Der kauft sich die Straße jetzt. Da stehen gleich auch Hotels drauf. Macht das jetzt hier gerade so ein Problem, dass ich mir die braune jetzt gegönnt habe oder was? Ja, okay, ich gönne mir die andere. Okay. Willst du handeln? Du hast hier nichts von meinem, was hast du denn, was ich braun ist doch voll der Müll, was wollt ihr mit eurem Braun, Alter, Junge? Ihr Zug beginnt jetzt. Ich muss nach Hause, Alter. Lass mich nach Hause. Ui. Als ob der Ball. Das darf halt nicht wahr sein! Lukas, wo soll ich drauf landen, hast du gesagt? Sie haben ein freies. Echt gehofft. Schwupps und meins! Ja, was? Der hat sich jetzt in zwei Zügen die beiden grün geholt. So, dann würde ich mal behaupten, meine lieben Freunde, wir legen richtig los, oder? Der Hund hat da kein Geld dafür. Psst. Du redest zu viel. Genau, ich rede zu viel. Der Therapeut ist hier, ne? Mr. 22 Dollar. So, und nochmal spielen. Einer geht noch rein. Dann gehen wir mal nach Hause, oder? Ah, nee, Quack. Ja, die kacke ich doch. Die gehe ich jetzt in die Toilette machen, nochmal, die zwei da. Die braunen sind gut, ey. Kriegst du ja beim Hotel, kriegst du gerade mal 250, ey. Ui. Sie sind zu Hause. Vielleicht sollten sie bauen. Ich hab halt jetzt gar keinen Bock. Die Karten noch gar nicht gebaut. Oh. Hier. Jetzt fängt der Scheiß an, jetzt da... Komm, hättest du nicht gesagt, er hätte noch nicht gebaut, dann hätte er nicht gebaut. So, der wollte ja schon... Ich wollte ja schon länger bauen, ich hab... Ja, der war ja bisher nicht dran. Gelassen. Beziehungsweise er hat... Die ganze Zeit dran. Ich war schon... Ich hab nur schon zwei, dreimal gewartet, ne. Bau noch bei den Braunen. Ich wollte gerade sagen, was willst du denn von mir, ey? Das ist ja die Straße. Ja, was wollt ihr mit dem Braun? What the fuck? Die sind doch voll der Rotz. Ich nehme den Rotz mit. Hä? Nico steht auf. Hä? Komm. Kann ich kacken gehen, Alter? Ja, kannst du. Was ist das denn jetzt für ein Deal? Digga, was willst du jetzt noch? Ja, wollt ihr mit den Braunen? Ich will. Gibt's irgendwie einen Glitch, dass man bei den Braunen 10.000 bezahlen muss oder so? Nee, ich versteh's nicht. Braun ist das, was ich gleich in die Toilette mache, Alter. Wahrscheinlich auch flüssig. So dünnsches. Braun ist das, was ich in die Toilette. Ja, flüssig wahrscheinlich auch noch. Warum? Geht's dir nicht gut? Doch, aber keine Ahnung, ich hab das Gefühl, ich weiß nicht. Ich muss durch Therapiesitzungen immer scheißen. So. Ich
habe jetzt gar keinen Bock, hier irgendwas zu bezahlen. Oh nein. Doch, willst du. 8, 9. Nee, 9 doch, 9. Das ist... Wirst du schon noch. Stehe ich ja perfekt für die nächste. Hast du Bock auf den Zellengenossen? Oh, schade. Das wird wohl doch nicht mit Zellengenossen. Ich würde die 3 nehmen. Ich würde auch die 3 nehmen, tatsächlich. Hast du recht. Ey, Mann, ich hab gleich viel Geld. Ich hätte einfach nach Hause gehen sollen. Viel Glück. Lukas, du bist nicht 187, du bist 387. 387. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Und der nächste. Ja, die Bahnhöfe. Schwarz gefahren auf meinem Bahnhof, ja? Das geht nicht. Schwarz fahren auf meinem Bahnhof. Ich Julia mit seinem Bahnhof, ne? Das. Ja, warum fahrt ihr schwarz? Kauft euch ein scheiß Ticket, Alter, ihr scheiß Ausländer. Scheiß Schwarzhaar, Alter. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Ich muss auch das, wo zwei Häuser draußen, noch ein Haus wegmachen. Weil ich fast bekommen. 31er. Oh, jetzt bitte einen großen Sprung machen. 10 oder höher. Großen Sprung auf mein Haus. Nein! Nicht der Bahnhof! Und nochmal ein Schwarzfahrer. Ich kann euch echt. Ich kann euch nie leiden, ihr scheiß Schwarzfahrer. Kauft euch ein scheiß Ticket und fertig. Versteh's nicht. Will man nicht verstehen. Braucht man nicht verstehen. Hahaha, geil. Ich dachte, ich muss bezahlen. Spielen wir. Glückwunsch. Schauen wir, ob das Glück Ihnen heute ist. Mann, warum kriegt niemand Geld? Ich muss immer bezahlen, ey. Viel Glück. Ey, wirf mein Haus nicht um, ja? Strafe. Keine Sorge. Strafe. Oh. Ja, leck mich doch. Ich hab doch gesagt, Strafe. Vielleicht werde ich doch nicht Haus Letzte. Um. Jetzt mach mal deine braune weg, deine pinken und deine orangenen. Und dann können wir weiterreden. Oder kannst du das überhaupt leisten? Oder habe ich dich jetzt so schnell einfach jetzt bankrott gemacht? Habe ich genug eingeschüchtert, Lukas? 200. 300. 400. Ey, Digga, ich bin bankrott. Dann gehen wir bankrott, dann lass mich das. Ich übernehm das für dich, kein Problem. Lukas, sollen wir es kurz und knackig machen? Also wenn der das jetzt alles übernimmt, dann bin ich aber auch tot, ey. Dann hat Lukas, er alles, ey. Dann bist du der Nächste. Ich hab dir gesagt, heute wird ein Therapie. Na komm, Lukas, warte, wir drehen das nochmal. Wie, was soll das jetzt? 2 gegen 1. Warte. 2 gegen 1, 1 gegen 6. Du gegen mich, die Wichsen gegen 6. Ganz einfach. So geht nicht, ich muss keine... hier, da wo zwei Häuser sind, musst du erstmal ein Häuser wegmachen. Ein Haus. So, bei stimmt, dem... ja. Du kannst doch, du hast doch 600 oder nicht? Und noch 50. Jetzt machen wir die Orangen schön weg. Das ist echt kacken, ey. Komm, wir machen so. Ja, aber du kannst sie ja noch umdrehen, dann hast du doch dein Geld. Ja. Komm, Lukas. Komm, wir machen einen Deal. Wenn ich die Runde gewinne, darf ich kacken. Wenn ich verliere, gehe ich kacken. Hey, was ist denn das jetzt für ein Dings? Hä? Was soll das denn? Was ist das denn für ein Dreckiger? Hallo, was soll das? Ganz ehrlich, dann gehe ich einfach jetzt kacken. Lass Lukas einfach alleine spielen, ist mir auch egal. Ah, kann ja gar nicht. Was ein Dreckiger. Boah, zieht er mit 2 raus, ey. Ich verstehe, was ist denn das jetzt für ein dreckiger Move? Ja, ich war so eine Hand, finde ich schon. Wenn du nice. Jetzt annimmst, dass. Ey, das ist echt dreckig. Das ist echt dreckig. Wenn du jetzt annimmst, dann annimmst.
Egal, kein Problem, Lukas wird schon sein Dings wegkriegen. Julian, ich lasse dir auch was übrig. Ja, geh mal mit der 49, die Kackschlecht in die Toilette, ey. Guck mal, 69, sag doch. Du riechst wie wichtig gegen 6. Und bezahl mal. Ah, schade, noch nicht, hab ich erzählt. Ah, doch, musst du doch. Bezahl mal. Was gehört mir denn jetzt überhaupt alles? Gar nix. Du stehst da. Ich kann dir sagen, was sie gehört. Die gehört die linke Seite. Mir gehört die rechte. Sie gehört die rechte Seite. Die linke und die untere. Weil ich überall also Bahnhöfe gehört dir die tendenziell teurere Seite. Also, mir gehört alles, mein Freund. Ich habe überall Bahnhöfe. Ich, ist auch richtig. Häuser, aber. Oh, Polymon ist schon mal gut. Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor. Mit dem Geld hatte ich tatsächlich was anderes vor. Da liegen sie rechte her. Oh, das ist zu teuer, das sei die wie das. So, ich habe gehört, hier möchte jemand auch mal 1100 bezahlen. Hier möchte jemand 1400 bezahlen. Scheiße. Und hier hinten möchte noch jemand ein bisschen was in die gelben investieren, habe ich gehört. Ja, investier mal alles in die gelben, da werde ich bestimmt jetzt drauf gehen. Na, no, nee, ich sehe mich irgendwie hier bei den grünen. Ich weiß, die kratzen mich so am Arsch, weiß nicht. Also, die juckt so am Arsch, weiß ich nicht, ich muss kacken deswegen. Ja, ich da, haha, geil! Wo setze ich mich denn jetzt hin? Am besten nach rechts bei den blauen. Das hatte ich auch noch nie. Also ich sag jetzt mal, entweder ich gehe auf los. Ich mach eigentlich am besten so. Dann stehe ich, bin ich am Alm vorbei. Zahltag. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Alter, was für 10, 13. 13. Sie sollten bauen. Ich sollte bauen. Bin ich an alles vorbeigehüpft, mein Freund. Oh ne, ich hab Monopol. Oh, ich hab Pasch, Gott sei Dank. Zahl mal Geld. Was sagen die Karten? Am besten an mich. Oh, schade. Das ist okay. Schön, was roh ist, das ist immer gut. Acht. Das ist erstmal freiparken. Gefängnis, mein ich. Das Gefängnis, das ist nicht freiparken. Du kannst im Gefängnis freiparken, ja, aber. Wow. Manchmal muss man den Preis bezahlen. 4. Das ist die Anzahl der Kackstücke, die ich in die Toilette scheißen werde, Alter. Oh nein, das ist ja alles scheiße. Endlich daheim. Ah ne, das zweite gehört dir, okay, hab ich gesagt. Was auch immer passiert, geben Sie nicht auf. Oi. Das ist gut, dass du die Karte. Ah scheiße, das ist. Ah ja, stimmt. Sie stimmt. Muss mal langsam Geld einnehmen, ey. Da wollen mehr Leute mein Häuser einziehen. So, wir gehen auf. Wir sind auf der 7. Ereignisfeld. Ich werde beim Gemeinschaftsfeld eh wahrscheinlich Geld bezahlen müssen. Daher zahle ich jetzt hier. Gut, dass du die Karte kriegst. Nicht. Schade. Alle guten Karten nehme ich gerade. Oh, nicht der Motto. Nein, das ist die braune. Die grüne. Ihre Miete ist fällig. Ja, 2,50 ist in Ordnung. Ich jump ja schon wieder an einem vorbei. Oder? Ja, okay, gut. Ist ja gut. Ah, ne Quatsch. Oh, scheiße, wie das was. Hä? Wer hat das denn umgedreht? So, meine Freunde. Scheiße. Noch eine Runde, noch eine Runde. Voll.
Wir investieren in... Boah, hast du Bock auf die Blauen, Alter? Tag? Tag. Boah, Junge, das geht ja immer höher, immer höher, immer höher. Siehst du das? 1300, 1700. Oh Mann, ey. Was darf ich jetzt nicht würfeln? 6 und 8. 3, 4, 6, 8. 3, 4, 6, 8. Alles andere ist okay. 9. Das ist ein 9. Das ist okay. Hast du Glück gehabt. Oh, doch nicht. Tut mir leid. Ich bin zu weit gesprungen. Ja, der Monopoly-Mann hat mich gekillt. Die Gruppe ist überhaupt noch da. Guckst du zu oder bist du weg? Der ist weg. Der konnte sich das nicht angucken. Geil. Merk dran, Lukas, die gute Seele wird immer ausgezahlt. Du musst eine gute Seele sein. Ich war eine gute Seele und es hat mich bezahlt. Lukas darf jetzt mittlerweile 1000. Hat mich bezahlt. 700 und 1500 auf den blauen Feldern. Vier Häuser auf der Schlossallee. Auf den beiden blauen Feldern. Oh! Was machen wir jetzt, Lukas? Jetzt stellt er erstmal das Bezahlen ein. So. Dann würde ich mal behaupten, jetzt stelle ich mal das nur noch Einnehmen ein. Boah, genau, fuck, sehr schön. Ey. Immer weiter so, immer weiter, Lukas. Das ist richtig, wie du es machst. Boah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt komme ich wieder in die Scheißecke hier. Sehr schön. Nach und nach werden ihm die Hosen ausgezogen. 6 ist scheiße, 7 ist scheiße, 1 ist scheiße. Okay, 1 ist am besten allzu schlimmsten. Das ist sehr schön, Lukas. Das finde ich sehr korrekt von dir, dass du mir schön viele Spenden gibst. Man sagt doch immer, man macht die reichen Leute immer noch reicher. Ja. So läuft die Gesellschaft. Das ist richtig so. Das ist richtig so. Sie sind am Zug. Ich spüre, es ist gleich vorbei. Oh Gott. Ah, ne, das Ereignis. Hä? Das ist Steuer, Dings hier, das andere. Ach, ich kann die 100 nicht zahlen, ich dachte gerade. Wo bin ich denn? Ziehen wir ihm nach und nach die Hosen langsam aus, ne? Ja, dann fangen wir mit dem Braun an, würde ich mal behaupten, ne? 30 und 30 sind 60, da komme ich ja hin mit. Ja. Überlegen, die sind umgedreht, das ist umgedreht. Ja, komm, das macht am meisten Sinn. Damit erkaufen sie sich etwas Zeit. Und jetzt schau, Nico, wie ich auf die Braunen die ganze Zeit landen werde. Das wird wahrscheinlich passieren, ja. Sag ich ja. Und jetzt würfel nochmal und flieg nochmal auf mein Feld, bitte. Ja, es kommt wieder der das Bahnhof. Korrekt. Oh, nochmal Pasch, ist okay. Nehme ich mit. Korrekt. 200. Sie sollten bauen. Ja, ich sollte bauen, finde ich auch. Es kommt eine 7. Knast finde ich super. Oh, Knast ist leider. Das finde ich gut. Ich komm zu dir, Zellenkumpel. Nee, ich bin jetzt wieder raus, leider. Tut mir leid. Muss leider alleine rumverrotten. Ist auch okay. Aber weißt du, was gut ist? Ich kann jetzt werfen. Hoffentlich nichts Schlimmes. Oh, okay. Ich hätte jetzt. Also ich muss nicht mal meine Gefängnisfreikarte benutzen. Schade. Und damit lande ich leider auf der Orange. 28. Ist okay. Am besten Pasch. Schade. Opa am Platz ist. Oh, das sieht gut aus. 5, 9. Ist der Bahnhof. Tja, Kollege. Bei mir nutzt das leider nichts. Bei mir bringt das nichts. Jetzt kommt der Pasch und Lukas darf mal schön auf meine Straße wieder landen. Richtig so, Lukas. Das ist halt so zum Kotzen. Und da ist er wieder raus, Nico. Siehst du? Ich habe überall meine Hände im Spiel. Weißt du das? Ups. Ja, was wird er wohl nehmen? Ich glaube, ich nehme die 3, oder? Oh nein, ich wurde festgenommen. Scheiße. Was machen wir jetzt, Lukas? Ich würde sagen, du zahlst weiter, oder? So, Lukas, da bist du raus, ich bin wieder rein. Dann zahl mal weiter, ne? Nicht der Bodo, nicht schon wieder der Bahnhof, Mann! Nico, sag mal, wie läuft denn das gerade so? Ich glaube, das ist auch nicht gut für den Lukas, oder? Oder jedes Mal der Bahnhof.
Ich hasse das, wenn der Typ alle vier Bahnhöfe hat. Das ist so zum Kotzen. Guck mal, fast ein Park. Klappt daneben ist auch vorbei. Und jetzt komm, stehe ich wieder hier. Zahl mal weiter. Schalalala. Das ist scheiße. 12. Das war's. Ja, das ist es vorbei. Ui, da ist es ja. Meine lieben Freunde, ich hab gewonnen. Ja, Nico, da hat wohl deine Taktik leider nicht funktioniert, ne? Das war meine heutige Therapiesitzung. Ich hoffe, sie gefällt Ihnen. Melden Sie sich, wenn Sie noch eine brauchen. Ich gehe jetzt scheißen. Tja, hast du mal gesehen? Ich habe dich mit dem blauen Pferd gemacht. Und ich hab die blauen bin ich einmal drauf gekommen. Das hat aber auch gereicht. Ja, aber einmal hat gereicht, ja. Also sage ich dir, ich habe mit dem blauen Pferd gemacht. Ja, das hat Spaß gemacht, ne? Ja, wie lange bist du denn jetzt weg? Ich bin ja da, ich bin nur kacken. Ja, deswegen, wie lange dauert es sonst? Kann man ja eine neue Runde dann durch machen. Ja, du kannst. Aber dann würde ich schon noch, keine Ahnung, zu viert oder fünf machen. Ich meine, wir sind ja schon drei. Können wir uns ja noch irgendeinen random mit reinnehmen. Bist du jetzt schon weg? War so flüssig? Ja, ich rede mit dir. Ach so. Ja, ich sag ja, ich hab halt keinen Bock auf 5 oder keine Ahnung. Ja, 4. Und jetzt kommen wir auch wieder zu dritt mal. Also. Oh, okay. Wo ist Nico denn jetzt hin? Weiß nur Gott. Lukas, du bist so schlecht. Tja. Ja. Was soll ich machen? Das Spiel war von Anfang an gegen mich. Ja, ich weiß nicht, wie lange Julian jetzt auf Klo ist. Das wird jetzt doof. Möchten Sie nicht in diese Stadt investieren? Nächste Runde? Ja, Julian ist ja jetzt auf Klo. Ja. Ich meine, ich kann einen Raum, ich weiß halt nur nicht, wie lange der braucht. Im schlimmsten Fall eine halbe Stunde. Ja, das befürchte ich auch. Im schlimmsten Fall eine halbe Stunde. Im besten Fall sind es 2 Stunden weg. Wenn es schnell geht, ne? Ja, wenn es schnell geht, dann. Ja, beeil dich mal bitte. Weg. Ja, die Scheiße kommt dann raus, wenn sie rauskommt, Kollege. Wenn du weiter so machst, dann wirst du nächste Runde wieder gegen mich verlieren. Willst du das? Dann wird das noch ein Tipp. Nico, wie ist das? Willst du zu dritt oder zu viert mit noch einem random Typ? Zu viert. Ja, finde ich auch. Finde ich auch gut. Ja, okay, zu viert ist okay. Ja, ich mach schon mal öffentliches Ding an. Ich liebe diesen Stadtteil.
Naja, ich gehe auch mal kurz auf Toilette. Dauert ja noch. Jo. Wann wäre das ehrenlos, wenn ich jetzt genau jetzt zurückkommen würde, oder? Oder? Oder Nico? Oder nicht Nico? 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 Was denn? Hörst du mich nicht? Nein. Wie nein? Ich hab gesagt, wie ehrenlos wäre das, wenn ich jetzt genau jetzt zurückgekommen bin. Schmerro. Hast du das eigentlich mitbekommen, zufälligerweise, Nico? Mit einem Typen oder mit einem Jungen in Koblenz, der sich an Silvester mit einem Koblenz-Leiter getötet hat. Mit einem was? An Silvester hat sich ein 18-jähriger Junge in Koblenz mit einem Böller getötet, versehentlich. Ich habe irgendwie schon erwartet, dass du was dieses Jahr. Ja, passiert. Aber das Ding ist, das ist nicht witzig, weil das Ding ist Fun Fact, das ist tatsächlich einer, nicht direkt mit mir verwandt ist, aber von Verwandten von mir Verwandtschaft, den ich auch schon mal kennengelernt habe. Weil der Typ ist mit einer der engsten Freunde gewesen von meinem eigentlichen. Der wäre vielleicht damals mein Neffe geworden, weil der hätte mich für seine Firmung als Dings hier genommen. Und das war so einer seiner engsten Freunde. Und den Typ habe ich auch einmal kennengelernt. Und das Traurige ist, an Silvester war. Der war halt natürlich mit Freunden draußen, unter anderem. Ich glaube, er auch. Mein eigentlicher Neffe. Und der. Also die haben natürlich eine Böller auch unter anderem gehabt und deswegen war wohl scheinbar ein Böller, den die geworfen haben, der ist nicht angezündet oder nicht hochgegangen. Und dann ist er wohl scheinbar da hingegangen und wollte sich den irgendwie angucken, keine Ahnung, und dann dabei ist er hochgegangen leider. Und hat wohl ihm wohl das Gesicht zerfetzt. Scheiße. Ja, deswegen also, ne, so lustig ist leider nicht. Und ja. Ich glaube auch nicht, dass das sehr schön anzuschauen war. Ne, das ist auch wahrscheinlich nicht sehr schön anzufühlen, weil das Ding ist, ich... Hast du das jetzt gerade auf TikTok oder was? Julian. Hm? Hast du diesen Bericht gerade auf TikTok oder was? Ja, ja, war ich per Zufall gesehen. Und das hört mich wieder an links, weil das wurde mir schon kurz nach Silvester gesagt, ich glaube 2 Tage später oder so. Weil da kamen meine Tante und mein Onkel und wie gesagt, die waren zum Beispiel mit denen da auch verwandt, das ist so deren Familie, keine Ahnung. Und wie gesagt, ich kannte, weil ich einmal kennengelernt habe durch meinen Neffen, weil er meinte, der ist korrekt, keine Ahnung, ist halt auch Kroat, keine Ahnung. Und dann haben wir uns auch nicht kennengelernt. Und ja. Ne? Das ist leider traurig. Aber das Problem ist auch, ich glaube eventuell leider, die Jungs hatten die Böller selbst gebastelt und deswegen, ne, weil ich mal haben die so getestet und ich glaube deswegen. Mhm. Kommst du rein? Wären wir 4. Julian. Diese Stadt ist wirklich nett.
Hm? Kommst du rein? Ja. Ja, das ist nicht schön. Das ist auch ein Grund, warum ich auch richtig Schiss hab vor Böllern. Also nicht Schiss, aber Respekt hab vor Böllern. Also wirklich Respekt. Wegen solchen Filmen. Ja. Nee, ich hab da auch keinen Bock. Also, weiß nicht. Klar, damals hab ich schon gern geböllert und so, aber... Ja, also ich hab generell immer schon so Respekt vor Böllern gehabt, aber das Ding ist, ich hab nie Krokat erzählt. Vielleicht hast du diesen Vorfall bekommen mit so einem 18-jährigen Koblenz, der sich leider nicht in die Luft gejagt hat, aber tödlich verletzt hat und verstorben ist an kurz vor Silvester. Nee, hab ich nicht gehört. Da ist ein 18-jähriger in Koblenz verstorben, weil der in Böller halt versucht hat zu zünden, keiner hat auch immer geworfen, das ist auch immer, ist scheißegal, auf jeden Fall, der hat dann nicht gezündet und er ist dann dahin und wollte dann angucken, keine Ahnung, und der Böller ist genau dann in die Luft gejagt, hat ihn halt das Gesicht zerfetzt, wie mir gesagt wurde, und halt tödlich verletzt und deswegen, die haben ihn versucht zu reanimieren wohl irgendwie, aber der ist halt verstorben. Und das Traurige ist leider, wie ich schon sagte, wer Modi mir erzählt, das ist von meiner Tante, mein Onkel von mir, Verwandtschaft von denen, und ich habe den Typen auch mal kennengelernt, weil mein eigentlicher damaliger Neffe, also der Verwandte von mir, der mein Neffe werden wollte, der wollte mich für seine Firmung als Dingsi nehmen, ne, als Firmenpate, und das war so einer seiner besten Freunde oder engsten Freunde, und ich habe den auch damals einmal kennengelernt, und ja, jetzt wurden wir, ich glaube, ein, zwei Tage nach Silvester gesagt, dass jetzt meine Tante und mein Onkel zu Besuch waren bei uns. Was für ein toller Tag. Das ist leider traurig. Zeit für den Handel und den Aufbau eines Imperiums. Wieso bin ich jetzt eigentlich letzter? Was ist jetzt eigentlich was ist jetzt passiert? Hört ihr jetzt schon wieder es hat noch nicht angefangen, ich fühle mich schon wieder betrogen. Und ich fühle mich gut. Möchten Sie dieses Grundstück kaufen? Der hat doch vorhin auch schon angefangen! Ja. Alter Verwalter. Sie sind am Zug. Map. Ich hoffe, Sie haben Glück. Das ist... Der Typ und seine Bahnhöfe, ne? Das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr feierlich. Am besten ist ein Bahnhof schon mal weg. Bahnhöfe bilden das Herz einer Stadt, habt ihr gehört? Hm. Es ist lustig, dass wir auch dieselben Audiokommentare haben. Oh, passt schon mal gut, nehme ich mit. Ja, das ist... Das ist doof gelaufen. Aber... Natürlich kriege ich keine Karte. Und ich erhalte wieder Geld. Das läuft, fängt genauso an wie vorhin. Dass ich keine Karten krieg. Los, würfeln Sie. Sie müssen den Spieler bezahlen. Arschloch. Hallo. Noch sind es nur 25. Arschloch. Das ist Ihre Gelegenheit, sich ein Grundstück zuzulegen. Sind Sie bereit? Nikos Haltung zu jeder menschlichen Person. Oh, fühl ich. Arschloch. Goethe! Nimm ich. Und ich hab'n Pasch. Was möchten Sie tun?
Bahnhof. Oh ne, ist kein Bahnhof. Versorgungswerk. Ja, egal, roter Würfel. Ist da. Erfolgreiche Menschen schmieden ihr eigenes Glück. Ist doof. Dieses Grundstück steht zum Verkauf. Werden Sie zum Grundstücksbesitzer. Ihr Zug beginnt jetzt. Otze, da. Ja, das finde ich gut. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Verträgt sich die Musik mit Twitch? Mit aufpassen, Copyright und sowas. Nein, eigentlich nicht. Also, ich würde trotzdem aufpassen. Also, wenn du die Musik über deine PlayStation spielst, dann passiert da eigentlich nichts. Ja, aber hast du über PlayStation oder hast du über Handy gespielt? Aber. Ich hab's ja nicht über meine PlayStation Twitch, gespielt, du hast die Twitch, über irgendwas. Wir distanzieren uns vom Copyright-Song. Wir distanzieren uns vom Copyright-Song. Streamt das gerade Lukas oder was? Ja. Ach, oh, wusste deswegen sag ich ja, wir distanzieren uns davon, Twitch. Nee, du wusstest das nicht. Hab ich schon gesagt am Anfang. Wir distanzieren uns davon. Kann gut möglich sein. Du hast sogar ja gesagt. Ich hab dich doch sogar gefragt. Was hast du denn im Mund, Alter? Ich hab Polizei. Das finde ich gut. Ja, die Goethe, die zahlt sich schon langsam schon aus. Egal, sei dir gegönnt diese Runde, Lukas. Aber ich sag dir jetzt schon, ich finde schade von dir. Ich finde das gut von mir. Schade, Lukas, schade. Nicht gut. Aber egal, die gute Seele wird immer ausgezahlt, Lukas, ne? Aber ich finde es trotzdem schade von dir. Warum bin ich denn auf die Rote gekommen? Weiß nicht, aber finde ich schade von dir, Lukas, dass du mir nicht die Rote gibst. Das finde ich schade. Monopoly Mann ist auch gut. Ja. Grün, nehmen wir mit. Was egal, Lukas, haben wir. Ich gönn's dir, Lukas. Sind Sie bereit? Oh, 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 oh. Ich bin mal dran. Oh, oh, yeah, oh, oh. Oh, oh. 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 Wie? Yeah, oh, oh. Soll ich so ein Bösewicht sein? Er gibt ihm bloß nicht 4 Bahnhöfe. Jetzt hat jeder von uns. Schade, Lukas, bin ich echt schade von dir. Ich hab den doch nicht gekauft jetzt. Schade, Lukas, schade. Sie sind am Zug. Schade, Lukas, finde ich echt schade von dir. Ich finde das gut von mir. Schade, finde ich echt schade von dir, Lukas, schade. Ich bin schon wieder schade, blau schade, wie der Ozean. Ich hasse Nico, gibt der mir ein scheiß Ohrwurm, schalala. Hab ich wieder morgen was zum Singen auf der Arbeit. Ich bin schon wieder blau wie der Ozean. Ich bin kann wie Peter Pan. Blau wie der Ozean. Zehn. Badstraße. Komm, bestimmt wieder geil handeln gleich.
Wieso kommen alle an Straßen und ich nicht? Okay, bei dir ist, aber guck mal, bei Julian sieht es noch ärmer aus. Jetzt nur eine Straße weniger. Finde ich schade von dir, Lukas, finde ich schade. Was auch immer passiert, geben Sie ich echt schade Digga. Von dir, Lukas. Digga! Finde ich schade von dir, Lukas. Finde ich super. Hatten wir das nicht schon letzte Runde, dass ich direkt mit meiner ersten Karte ins Gefängnis durfte? Ja, da komm, dafür fängst du ja auch an. Das hatten wir auch letzte Runde schon. Ich habe erstaunlich viele Straßen tatsächlich. Ich habe eine gelbe, eine rote, eine grüne, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wo hast du denn eine gelbe? Hast du doch, hast du. Die Bank sucht nach einem Investor. Wer wird der Glückliche sein? Braune wäre, also eine orangene wäre halt geil. O10 und Monopoly Mann ist gut. Jawohl. Dieses Grundstück steht zum Verkauf. Werden Sie zum Grundstücksbesitzer. Ihr Zug beginnt jetzt. Warum kaufst du dich nicht direkt frei? Da so viel Straßen zu kaufen. Stimmt. Geld immer wichtig behalten. Ja, aber guck mal, jetzt kann der noch Straßen kaufen. Nee, Geld mal wichtig behalten. Jetzt ist wichtiger draußen rumzulaufen. Wichtiger Geld zu verhalten, das halte ich immer aus. Der kriegt direkt den nächsten Bahnhof. Ich gönn dir alles, Nico. Ah, nee. Ich find's nur schade von dir, Luca, sag ich ehrlich. Finde ich echt schade von dir. Das ist so schön. Weil du wirst mir die gelbe nicht geben, finde ich echt schade von dir. Es kommt ganz auf den Handel an. Nur im Moment hast du wirklich nichts, was mich interessiert. Kommt halt nur auf den Handel an, dann kriegst du die gelbe. Und jetzt singen. Ich hätte wenigstens weiter drücken können. Alter. Ich bin zurück. Ich glaube, das Spiel hat irgendwann automatisch weitergedrückt. Ja, ne, ich hab mich kurz. Ich hab wirklich Herzschock bekommen, ey. Warum? Weil ich im Keller lebe. Und jemand an mein Fenster geklopft. Nein, ich lebe im Keller und jemand hat an mein Fenster geklopft. Und ich höre so, ich bin dumm und dumm. Ich so, was war das? War ich zu laut? Ich dachte, nee, ich bin leise die ganze Zeit. Und dann habe ich meine Kopfhörer weggelegt und wollte halt hören, was war das? Und auf einmal schwieg, dass jemand mein Fenster klopft. Ich bin so erschrocken, Alter. Das ist meine kleine, scheiß, nervige Schwester, die raus am Schneespielen ist und meine Fenster geklopft hat, ey. Und ich schieb mir hier Filme, Alter. Das hat mich wirklich. Weil das Ding ist, mein Fenster ist ja aus Gitter und wenn du dagegen klopfst, das klingt wirklich wie in so einem Horrorfilm. Dann noch Puppen, die sich umdrehen. Ja, genau. Genau der Scheiß, den wir gerade eben geguckt haben. Genau deswegen habe ich mir Filme geschoben. Oh Mann, ey, mein Herz. Aus dem Fenster guckt dann so eine Puppe raus. Ne, nicht aus dem Fenster guckt eine Puppe raus, sondern aus mein Zimmer guckt eine Puppe rein. Oh Mann, ich hasse das. Ey, meine Mutter, ich geb ihr zwei Socken und ich krieg eine Socke zurück. Ich geb ihr eine Socke, ich krieg drei Socken zurück. Kühlisch! Und dann immer wieder zwei verschiedene Markensocken. Warum kriege ich nicht mal einmal die zwei Socken zurück, damit ich die anziehen kann? Jetzt habe ich hier eine lange weiße Socke und hab hier noch eine andere weiße Socke, die von meinem Bruder ist und die mir nicht passt. Ey, das ist so nervig, ne? So, dann hab ich ganz gut noch eine Socke suchen, weil meine Füße sind im Erfrieren. Dann mach ich den Handel mit dir, Lukas. Oder oh, vielleicht mach ich erstmal den Handel, damit die dem anderen nicht rumhauen.
Jetzt wird mein Herz, Alter. Ich hab mich wirklich gerade erschrocken, weil mir jemand um mein Fenster geklopft hat, ey. Dreht der mir die Grüne jetzt an? Wie, was dreht mir die Grüne an? Was willst du denn von mir? Boah. Nimm doch einfach an und nerv mich nicht. Was hast du denn für ein Problem, Kollege? Nimm doch einfach. Mein Problem ist, dass du bauen kannst dann. Das ist mein Problem. Oh Junge, ich werde doch danach auch gewinnen. Ja, das ist es ja. Nein, ich werde nicht gewinnen, meine ich. Nicht, ich werde doch danach nicht gewinnen. Weil ich ein Haus gebaut habe, Alter. Können Sie doch einfach, ich konnte letzte Runde erst richtig spät bauen. Ja, ich gönn dir, weil du letzte Runde gewonnen hast. Junge, jawohl, genau deswegen verliere ich ja diese Runde, Mann. Dankeschön. Ja, komm. Nico, bist du noch da? Bau jetzt deine 3 Häuser, nee. 4 Häuser da drauf und dann. Dann kommt wieder die Schadenfreude. Tja, du hast ja gesagt, dies ist schade, finde ich, von dir echt schade. Dass du mir das erst gegönnt hast, dass ich verliere. Von daher, vergiss nicht, Gutherzigkeit immer ausgezahlt. Also ja, schade. Hätte ich jetzt noch was... Ja, ich hätte schon Geld rausschlagen sollen. Ja, ich hätte Geld rausschlagen sollen. Schade, Luca, schade. Genau deswegen. Ja. Jetzt haut er da alles voll. Gewissenlos, wie er ist. Naja. Schade, Luca, schade. So, haben wir schon mal 1000 auf ein Gebäude und auf den anderen 900. Richtig gewissenlos. Fängt das schon mal gut an. Aber dieser Athena hat überhaupt genug Geld. Obwohl die Griechen eigentlich Schulden haben sollten. Nico hat genug Geld. Ja, ich finde auch. Hab ja auch noch nichts kaufen können. Oh, der hat meine blaue. Das sind meine blauen, du Arsch. Natürlich komme ich da jetzt direkt drauf. Ne, das ist Knast. Ja, ist doch gut, dass du jetzt Knast hast. Freu dich doch. Freudiger. Ich weiß nicht, ob der Knast so toll ist jetzt. Muss irgendwie die Grüne kaufen. Der an den gelben vorbei, Kann einfach mit. Was soll denn das, Nico? Warum hast du bei den gelben angehalten, Nico? Was soll das? Sag mal. Gib mal ein Statement ab. Sollte ich da anhalten? Nee. Scheiße. Ich find's gut, dass sich die Gerechtigkeit immer am Ende durchsetzt. Gibt es einfach nicht den Athena-Typen. Jetzt. Du kriegst noch dein Fett weg, Lukas, kein Problem. Sagt der schon 3 Häuser auf der gelben gebaut hat. Der hochfliegt, fällt tief, merkt ihr das? Schade, Lukas. Sagt der schon 3 Häuser auf der gelben hat. Schade, Lukas, schade. Ja, halt den Mund. Ja, der Athena will das wirklich haben, der hat dann direkt... Ach, ich bin dran. Gib ihm nicht das Geld, das Blau meine ich. Gib's ihm einfach nicht. Ich rate euch dazu. Blauen sind sehr gefährlich. Und wenn ihm das Blau geht, dann lass ich ihn zahlen. Und wenn ihr ihm jetzt den Blauen gibt, dann sind wir alle 3 gefickt. Ja, Nico hat am meisten Geld. Komm, nein. Lass ihn bezahlen. Scheiße. Das war nicht gut von euch. Hättet ihr den mehr Josos. Wieso? Die muss doch erstmal noch 200 jeweils für ein Haus zahlen. Ja, und die kann trotzdem dafür kein Geld. Insgesamt 3 Häuser bauen. Ja, Julian, hast du schon Häuser voll geballert? Nee. Ja. Ich hab 2 und 3 Häuser. Dieses Grundstück steht zum Willst du von mir? Siehst du? Wenn er aber 2 und 3 Häuser baut, müssen wir alle definitiv mehr bezahlen als bei meinen Häusern.
Das also macht aber deine Häuser nicht schlimmer. Also nicht besser. Das macht meine Häuser besser, glaub mir. Nee. Doch, guck mal jetzt. Nee. Guck mal jetzt. Das macht beides scheiße, aber nicht deins besser. Das macht meines besser, glaub mir. Nein. Ich kann eher drauf landen. Du musst jetzt nur auf deine Felder drauf kommen. Wir müssen leider Straßen kaufen. Ich muss leider raus. Monopoly Mann ist schon mal gut. Sie haben ein freies Feld. Oh, du hast Verhandlungsdings hier. Grundlage. Du könntest ihm die pinke geben und dafür kriegst du von ihm die rote. Siehst du, Lukas, glaub mir doch einfach. Du glaubst mir einfach, vertraust mir nie. Ja, stimmt eigentlich. Nee, falsch. Nein, du willst die rote. Du willst die pinke von ihm. Ja, ja. Du gibst ihm die pinke, meine ich nicht. Du willst pinke von ihm. Pack ihm 60 drauf und gut ist. Ich werde ein bisschen mehr drauf packen, ist wahrscheinlich. Ja, chill mal, okay. 150, ja, ja. Ich glaube, das Ding ist eventuell, ich glaube, er will sie nicht geben. Oh, okay, doch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich auch nicht gedacht, aber zuerst hat ihm das Geld gereicht. So, baue ich mal neben dir, ne? Nachbar. Drecksneighbor, Alter. Hello, Neighbor. Hello, Neighbor. Na, komm schon. Ich möchte bitte einen anderen Nachbarn sofort. Mein Nachbar macht mir die ganze Zeit hier... Digga, kann ich ja gleich bankrott gehen, Alter. Was soll ich hier noch machen? Also müsst auf den blauen Feldern mehr zahlen als bei mir, wollte ich schon mal gesagt haben. Muss auf den gelben Feldern mehr zahlen als bei mir. Hab ich auch nochmal gesagt. Nein. Na, zum Glück bin ich ja schon mal natürlich, hier. Natürlich, du hast vier Häuser auf der Goethestraße. Oh. Aber dafür bin ich bei der Alten. Super. Bei der Alten. Warum komme ich immer auf blau, wenn jemand anders sie hat? Aber wenn ich die selber habe, kommt keiner bei mir drauf. Das ist das typische Monopoly-Phänomen. Fühl dich aber. Julian. Ich weiß, was ich tue, ja. Er weiß bestimmt, was er tut. Erstmal zwei zahlen. Ja, kannst du haben. Dankeschön. Kannst du dir von zwei Kratz Eis holen, ne? Oder mittlerweile, glaube ich, nur eins. Ja, du hast die Katze um, Alter, die Uhren sind Katze. Katzen sind Gift. Scheißen. Junge, warum werde ich nur bezahlen? Oh, Himmel, Arsch und Zwirn, Land braucht meinen gelben Felder, Mann, und werf mich nicht. Vor allem dieser Asche Athena soll weg. Der muss weg. Der will bei mir bankrott gehen, hab ich gehört. Boah. Hat dein Glück. Und ab komm, auf die... Rote! Rote! Nein, oh, Feld ist gut, 6 und 12, das ist zu viel, ist der Ball. Oh, no. Ist genau zwischen uns. Ja, wer kriegt's toll, Geld, ja. Nico? Alter, wir bauen links und rechts fette Häuser Nico, und der bezahlt bei Nico. Deinen Bahnhof. Nein. Eieiei. Eieiei, jetzt ist da RIP, ey. Ich hab jetzt gar nicht drauf gewartet, woran er investiert hat. Hat so, er nochmal gemacht bei den Blauen? Ja, und ich, oh Gott, ich spring da jetzt mitten rein. Das ist eine 4, nein! 6. Das war eine 4, Mann, das wäre eine 6 gewesen. Oh. Hä? Das war eine 6. Ja, aber es wäre eine 4 gewesen. Du hast aber gesagt, das war eine 4, es wäre eine 6 gewesen. Ja, insgesamt wäre es eine 6 und dann wäre ich in den Knast gegangen. Ah. Und dann dreht sich dieser Würfel um. Hä? Der Würfel, ich weiß, was er meint. Der Würfel stand auf einer 4, aber der lag ich auf dem Haus. Jetzt erklär ich doch grad. Weißt du, was mein Kopf gerade versteht? Klaus. Nee, dein Kopf ist dieser Affe, der diese zwei Becken in der Hand hat und die ganze klatsch. Finde ich echt schade von dir, Lukas, dass du mich als Affe bezeichnest. Ich hab dich. Das ist jetzt wieder falsch verstanden. Ich hab dich nicht als Affe bezeichnet, ich hab gesagt, der Affe in deinem Kopf. Nico, er hat mich gerade als Affe bezeichnet, oder? Ich ja, hab gesagt, Lukas, ist das Arschloch hier. What the fuck, ey? Nico, komm mal mit. Schade, Lukas, schade. Jetzt fängt der auch noch an. Schade, Lukas, schade.
Aber egal, sei dir über Lukas, wenn du damit mit deinem Gewissen leben kannst. Das ja, das kann ich. Ist. Das kann ich schon seit Jahren. Da habe ich kein Problem mit. Ja, okay, merke ich mir. Ich und mein Gewissen, wir haben uns fest angefreundet. Was möchten Sie handeln? Oh. Ich will den Bahnhof. Tja, Nico, war ein Versuch wert, ne? War ein Versuch wert. Geld. Ich kann mir das auch nicht leisten. Oh, Lukas. Nee, ich werde zu wenig Geld dafür haben. Bei zwei, ich glaube nicht, dass ich das kriegen werde. Komm, Nico, lass uns das Lukas schenken. Obwohl, warte mal, dieser Arsch Athena hat auch gut Geld, scheiße. Okay, das war's für mich. Warum war's das? Du hättest noch weiterbieten können. Wie soll ich denn weiterbieten mit zwei? Ja, okay, doch. Aber jetzt ist es echt vorbei. Jetzt ist toll, aber jetzt trotzdem noch weiterbieten. Was du denn weitergebieten hättest? Ja, dann wäre ich später rausgegangen. Ich hoffe nur, dass Nikos kriegt, dann kann ich mit ihm. Keine Ahnung, was ich mit ihm da handeln kann. Obwohl, mit Athena kann ich, glaube ich, besser verhandeln. Finde ich interessant, wie sich da umgebettelt wird. Kann eh nicht mehr bieten. Ha! Zack. Frag mich, warum du das unbedingt haben wolltest. Damit er es dir geben kann. Besser als dass sie das Geld hat. Scheiße, warte, ich hätte sie bankrott machen können. Hä? Hey? Guck mal, ich hätte ihr das ganze Geld abzapfen können. Hätte ich ja, jetzt und? Abgebrochen bei dem Häuser, letzten die Dingsen. Ja, ja, okay, ja, ja. Digga, ja. Wäre die jetzt einmal draufgekommen? Ja, aber wer sagt denn, dass sie jetzt draufkommt? Ja, wissen wir doch nicht, aber... Bisher hatte die Glück. Ja, bisher. Wir tun die auch einfach... Sieht's eigentlich schon. Wir tun sie auch Schienen. Wie nennt man das mal? Als Mädchen bezeichnen, obwohl sie nur pink ist. Wir müssen ins Gefängnis gehen. Meint sie Siezen? Aber nee, Siezen ist ja nicht Junge, freudig, Bart. Trigger nicht, Mann. Du weißt, was ich meine, Mensch. Nicht Siezen, ja, sondern dass sie Mädchen wäre, obwohl es gleich auch ein Junge ist. Hallo, wir leben 2024, bitte, ja? Es kann alles sein. Ja, es kann auch eine Katze sein. Es kann... Lukas, weißt du, wer das sein kann? Das könnten Sido und Dixi sein, Boss. Nico, wir hatten letztens eine Runde... Nein! Vorgestern, glaube ich. Oh. 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 Eine Schweigeminute, bitte. Was ich sagen wollte ist, ich Lukas hatten vorgestern eine Runde, da war Sido in der Lobby. Ja. Aber nicht bankrott gehen, dann schenk zumindest... Dann, komm, du willst mir eh, dass ich schenke, dann schenk alles einfach ein Mikro, komm. Du hast mich ja eh. Nein, mach Julian. Schenk mach es, Nico. Julian. Geh bank. Nico war letztes Jahr so ein Ehemann. Nein. Doch. Guck, der mag mich aber nicht. Aber ich muss die Häuser verkaufen. Okay. Ich kann nicht damit leben, aber... Nein, nicht Nico an mir Video verkaufen. Gib doch einfach alles Nico. Kann man ich teile euch, warte, ich mach das voll. Nein, nicht teilen. Ich will ablehnen, ist mir egal. Ja, dann gebe ich es halt Nico. Ist mir egal. Schade, Lukas, schade. Alter, ich hab ein Haus gekauft. Oh, auch nicht schlecht. Hey, kauf doch Häuser, gibst du einfach Nico, hä? Ich kann das nicht geben. Ich muss nicht geben. Ich kann... Kann er nicht. Ich kann die Häuser... Wenn da Häuser drauf sind, kann ich das nicht verhandeln. Also... Mach die Häuser weg und gibt's alles Dings hier, Nico. Ja, Nico. Nein. Doch. Der Typ wird sich jetzt richtig verarscht fühlen, genau wie ich vorhin, ja. Ja, ich gehe auch an ihm bankrott. Aber du willst ihm nicht das geben, deswegen, das triggert ihn jetzt. Will ich auch nicht. Ja. Du musst ihm doch deine anderen Teile geben, hallo. Nee, das gebe ich dir. Ne, will ich aber nicht. So, machst du. Mach es. Achso, machst du mit mir. Du sagst, mach es mit Nico? Bist du noch da? Ich glaube, Nico hat gekämpft. Na, ich hab jetzt ein schlechtes Gewissen. Was glaubst du, warum ich gesagt habe, Julian? Nicht schlechtes Gewissen, nimm es einfach. Ich mach ja Julian auch einen Handel. Nein.
Ich mach den trotzdem, nur damit er, ja, okay, er es dann sieht. Mir. Ja, okay, dann gib's mir. Also, no homo, aber... Das ist asozial. Ich hab heute was schlechte Gewissen. Nö. Komm, mach 2, wenn du Herz hast, bei mir. Okay. Nein, mach bei mir 780. Wie 780? Er macht wirklich Zeit. So. Wünsche euch viel Spaß. Sie haben großartig investiert. Jetzt kriegt er $2. Davon, dass ich bei ihm bankrott gegangen bin. Geil. Der fühlt sich jetzt richtig verarscht. Komm, Nico, gib ihm. Den nächsten Zug nach. Sie sind dran. Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor. Hey, was passiert denn jetzt? Gönn dir. Wer ist das, Nico, das Chef? Nein. Was möchten Sie handeln? Hä? Nee, das ist das Chef. Warum, what the fuck? Gönn dir. Warum ich? Gönn dir. Hä? Hab ich das auch nicht verstanden. Gönn dir. Kein Problem, Nico, alles gut. Spielen wir. Der Zug fährt gleich ab. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Daheim. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Das ist ein Pasch. Mann. Gönn dir, Nico. Gönn dir. Ich wollte eigentlich auch nochmal mit dir handeln, aber jetzt hast du ja Geld. Oh, komm, ich handel nochmal mit dir. Kein Problem. Oh, Digga. Gönn dir, Nico. Gönn dir. Digga, nein. Hör doch mal auf. Gönn dir. What the fucking hell? Gönn dir. Gönn dir, Nico, kein Problem. Jawohl. Sie sind dran. Oh, jetzt gönn dir Geld, Nico. Gönn dir. Schauen wir mal, ob sie gönn dir Geld. Oder Pech haben. Siehst du, ich sag's doch, gönn dir. Ich geb dir all meinen Hab und Gut, kein Problem, gönn dir. Sie sind am Zug. Remember, if dad can't fix it, it's broken. If mom can't find it, it's lost. Yes. Gönn dir, Nico, jawohl. Das ist mein Ziel.
Alles schön, Nico, Sascha. Gönn dir, Nico. Ich will mal festhalten, dass mich jetzt zweimal die blauen Straßen gekillt haben. Sie sind zu Hause. Vielleicht sollten sie bauen. Man kann nicht vorhersehen, was einem passieren wird. Oh, gönnt ihr, Nico. Bau Häuser. Häuser. Ich gib ihm. Kann das echt viel bauen. Ne? Mach voll auf Rot und mach voll auf... Also ich würde... Auf den Roten würde ich jeweils 3 machen. Und... Ja, den Rest kannst du ja dann auf die Grünen machen. Ich kann ja aber die Roten sind halt schon Banger. Kannst du auf die Grünen gehen. Ich will auf die Roten gehen. Aber die Roten sind halt... Da kommst du halt eher drauf. Bam. 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 Eins weit nach rechts. Bei den Roten noch. So erbauen wir genau. Machen noch mehr Häuser bei den Roten. Würde ich auch machen. Ich würde da, also ich würde 3 machen bei den Roten. Weil ab zwischen 2 und 3 der Sprung, der ist halt der größte. Ich glaube, das reicht erstmal. Mach noch mehr, wieso? Reicht doch. Nein, das ist nicht gut. Ich kann ja immer noch basteln. Basteln, wenn, wenn der Typ gleich baut. Ja, mit seinen 148 Dollar. Was auch immer auf der Schlossallee. Man weiß, aber trotzdem, man kann leider auch auf seinen Felder landen, auf seinem Blau. Das ist richtig, das kenne ich. Gesagt haben. Aus Erfahrung kann ich das bestätigen. Guck, das hängt schon gut an. Oh. Das wären meine Straßen gewesen. Haben wir, wir haben ihn. Tja, Nico. Der ist mal gebufft. Und ich hab ich hab richtig viel Nico gegeben, weil ich wollte, dass er ihn fertig macht und der Typ geht einfach so bankrott, obwohl der. Was soll das denn jetzt? Tja, Nico, also wenn du das jetzt noch aus der Hände lässt, ne? Dann kannst du ja nicht mehr verlieren. Ich hab extra Nico alles geschenkt, weil ich richtig viel geschenkt, weil ich mir dachte, ja komm, du mach den fertig. Ich werde eh auf seinem Feld landen. Komplett, komplett. Nico hat einfach alles aus. Was hat die Kette? Und eine Brau- und eine Orangene fehlt ihm noch. Ich werde das Ding jetzt wenden, okay, Julian? Ich werde jetzt gewinnen, okay? Ja, ich wollte, dass du gewinnst gegen ihn, nicht gegen mich. Was soll das denn jetzt? Ich war so gutherzig zu dir. Ja, oh. Also sag, wie es ist. Ich möchte jetzt nicht, dass du Häuser baust. Vorhin habe ich es dir ja gegönnt, aber... Ich weiß nicht, also das ist jetzt ein bisschen gefährlich für mich. Alles ist grün. Komm schon, Nico. Ich hab dir doch auch meine Häuser, mein Geld und so gegeben. Komm schon. Sei mein doch nicht Spiel so, Nico. Mein Spiel ist abgestürzt. Echt jetzt? Ja. Was ist abgestürzt? Wie war das doch mal? Ich kann das Spiel nicht gewinnen. Ich bin gerade abgestürzt. Wie war das doch mal? Ich kann das nicht in die Hand geben. Alter Nico, es ist jetzt nicht dein Ernst. Es ist mir gerade einfach abgeschmiert. Mein Gott, aber ich kann das nicht gewinnen. Oh, Digga, ich geh erstmal aufs Klo. Wie kann der das noch aus der Hände geben? Glaub mir, ich sag's euch von Anfang an, das ist ein Zitat, das könnte ich in einem Museum einrahmen lassen. Gutherzigkeit wird belohnt. Verstehst du jetzt, warum ich mir Nico mein Zeug gegeben habe? Das war alles eine Taktik. Ich frag mich, wann das mal bei mir belohnt wird. Nein. Du bist nicht gut, hätte ich Glück. Vor allem ich habe euch alles gegeben, als ich bankrott gegangen bin. Ich erinnere mich nochmal Anfang der Runde. Ich hoffe, du landest auf meinen Feldern. Ich hoffe, du landest auf Nikolas Feldern. Das ist nicht gut, Hätigkeit. Ich habe dir die gelbe gegeben, ja. Du musst mir einfach alles schenken, dann ist gut, Hätigkeit zum Beispiel. Guck, ich habe Nico alles geschenkt. Wo war die Gutherzigkeit bekommen? Die Gutherzigkeit aus dem, dass ich dir die gelbe gegen die grüne gegeben habe, war einfach, dass ich auf die Schlossallee gekommen bin. Nö, du musst mir einfach alles schenken, dann kriegst du Guttätigkeit. Dann belohnt sich das Spiel.
Ja, ich glaube nicht, dass das so aufgeht. Doch, doch. Zweimal gespielt, zweimal verkackt. Das ist ja mega. Wollen wir noch eine Runde? Spiel, zweimal gewonnen. Wollen wir Minecraft oder so vielleicht? Ich weiß nicht, keine Ahnung, mir egal. Ja, ich weiß nicht, was Nico will. Vor allem, wenn er gleich wieder da ist. Egal, ich bin einfach... Ich raff es nicht, warum? Das Spiel warum? Spiel wollte nicht, dass du gewinnst. Wer hat Dussoff noch eine Runde? Na, nein. Nein. Okay, dann können wir in Minecraft gehen oder so. Nico, willst du Minecraft? Wir haben dann ein paar Überraschungen für dich, was wir alles Schönes gebaut haben. Das ist echt so. Vergiss nicht die eine extreme Überraschung, Lukas, ne? Die können wir jetzt endlich enthüllen. Ja. Ich hoffe, du weißt, welche ich meine. Ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Du musst welche wissen. Also die richtig, das was richtig viel Aufwand war. Ja. Ja, das war okay. Viel Aufwand. Das war wirklich viel Aufwand. Du weißt, dass ich die Hühner und die Dings meine. Die Hühner? Da sei im Haus. Ach so, ja, das wird ja, auch lustig. Genau. Ja, Nico, wir haben richtig schönes was für dich gebaut. Also für die Stadt meine ich. Ja, warte, ich mach mal Stream. Dass du ernsthaft schon gedacht hast, du weißt, was ich meine. Er sagt, ach so. Ja, ich hab halt das gedacht, was jetzt wirklich Arbeit gekostet hat.